Ja, Lüdon, wer ist denn da? Guck mal, da ist dein Freund, der Paco. Der wartet schon auf dich. Guck mal. Oh. Warte, Lüdon, warte. Lüdon, komm mal hier, jetzt abmachen. So. So, und jetzt machen wir den Paco ab. Der Paco. Guck mal, man kann seine Leine wieder anpassen und los geht's. Na komm, guck mal. Ja, die beiden sind echte Freunde geworden hier. Er ist sein Vorbild. Der Stiefpapa. Komm mal hier, Lüdon. Lüdon. Paco. Oh, der hört nicht. Das ist nicht klar. Paco. Nein, nein, nicht die Pferdescheiße fressen. Nein, den kriegst du Durchfall. Komm mal her. Paco. Paco, du sollst das nicht fressen. Komm mal her, das geht nicht. Paco. Paco, jetzt reicht's. Nein, nein, komm her. Nein, sitz. Guck mal, wie schön man ihn noch anmachen kann wieder. Ja, er will sich entschuldigen. Du sollst nicht den Pferdemist fressen, das gibt's nicht. Ach, komm mal her, jetzt will ich anmachen. Du riechst nach Pferd. Paco. Komm her jetzt hier. Halt mal still. Eine Hand, es ist blöd. Sitz. Moment, ich muss das Telefon ablegen jetzt. Sonst geht das nicht. So, jetzt. Komm. Nee, den Paco kann man hier einfach nicht laufen lassen. Der frisst immer den Pferdemist auf und dann kriegt er wieder Durchfall. Und das ist natürlich nicht schön. Komm. Lüdon. Komm mal her, Lüdon. Ja, und wer die Videos gesehen hat, wie der Paco am Anfang war, man durfte ihn nicht alleine anfassen, der hat sofort zugeschnappt, weil man ihn offensichtlich die Treppe runtergeschliffen hat. Er hat im 5. Stock in Berlin in einer Wohnung gewohnt und hatte Parvovirose. Und das Problem ist, dann hat er Durchfall und Erbrechen andauernd. Nein! Und da hat man ihn dann aus der hübschen Wohnung, in der hübschen Wohnung offenbar nicht mehr haben wollen. Ja, nun ist er hier. Ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt schon hier ist. 4, 5 Wochen, ich weiß es nicht. Ich müsste mal gucken an den Beiträgen, da sieht man es ja. Und anfangs konnte man ihn ja nicht mal anfassen. Und, aber man sieht auch jetzt, der hat ja Stuhlgang wieder vernünftig. Ihm geht es sehr gut, ne? Paco, ja, musst du schon wieder? Na wunderbar. Wo ist denn der Lüdon? Da kommt er ja. Oh, ja. Paco, was ist denn mit dem los? Komm. Ja, und der Lüdon, das ist der verhungerte Hund, der auf unserer Website zu sehen ist, den man zum Verhungern in eine Wohnung gesperrt hatte. Der ist jetzt praktisch sein Stiefpapa, von dem guckt er sich alles ab. Und mit dem darf er auch alles machen. Den darf er anknabbern, an Ohr ziehen, alles darf er mit dem. Lüdon! Aber momentan abmachen geht einfach nicht, weil er frisst alles, was rumliegt. Nein. Der macht immer einen Affentanz, ehe er endlich mal pullert, dreht er sich 75 Mal die richtige Stelle zu finden. Aber jetzt geht's los. Aha, jetzt. Und das noch nicht alles. Jetzt dreht er nochmal in eine andere Richtung und prüft nochmal, ob es auch richtig war. Und dann dreht er sich nochmal 75 Mal. Hoffentlich guckt sich der Paco das nicht ab. Das ist ja wirklich schrecklich. Muss schon alles seine Ordnung haben, ne, Lüdon? Komm, Paco, du frisst ja schon wieder.
Ja, das Problem ist, was uns hier noch fehlt, ist ein eingezäunter Hundespielbereich. Ja, das Problem ist, da mangelt es an dem Zaun, dass wir also praktisch irgendeine größere Fläche separat mit Zaun drumherum zumachen können, wo im Prinzip dann nur Hunde spielen. Das ist eigentlich auch eine Sache, die wir unbedingt mal auf die Reihe bekommen müssen, aber da fehlt es einfach an allen. An Manpower, die den Zaun bauen, und natürlich auch an den Zaun selbst. Also ich hoffe, dass wir das fürs nächste Jahr dann in den Griff kriegen. Dieses Jahr wird sicherlich gar nichts mehr. Wir können froh sein, dass wir das Jahr bis jetzt überstanden haben. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der uns mit dem Zaun irgendwann hilft. Paco, da guckst du, wa? Ja, und er, man durfte ihn ja nicht anleihen, das habt ihr ja gesehen. Da habe ich ja viel Kritik bekommen mit dem Video, aber wir könnten den armen Hund in die Ecke drängen. Ich habe diesen Hund nie in die Ecke gedrängt oder ihn angefasst, sondern der ließ sich grundsätzlich nicht am Halsband anfassen und hat sofort zugebissen, weil er wusste, wenn ihm einer ein Halsband anfasst, ist nichts Gutes, dann wird er die Treppen runtergeschliffen, geschlagen oder sonst was. Und ihr seht ja, jetzt kann man ihn, komm her, jetzt kann man hier an deiner Leine machen, was man will. Das interessiert ihn gar nicht mehr. Er hat mitgekriegt, dass man ihm nichts Böses will, ne? Ja. Paco, nein, nicht dahin. Es geht noch nicht. Komm. Leidon. Leidon. Du bist doch keine Kuh. Nee. Komm. Guck mal, wir gehen einfach weiter und dann kommt er auch hinterher. Ja, das Schöne ist, dass der Lüdon, dem überhaupt nichts tut, gar nicht. Egal, was der Kleine macht, der Lüdon lässt es geschehen, ne? Ja, du bist so ein Guter. So, jetzt müssen wir aber langsam Schluss machen, denn ich habe heute noch viel zu tun. Morgen wird der Müllcontainer abgeholt und den muss ich noch vollräumen mit Gerümpel, damit es hier verschwindet und wir Platz kriegen. Und da habe ich bestimmt jetzt noch 3 Stunden zu tun. Von daher jetzt erstmal die kleine Impression von Paco und Co. beendet. Komm, mal hier, komm, komm, Lüdon, komm. So, na denn, schönen Sonntag euch noch.